Guten Morgen, ihr Hübschen. So, ich bin hier unten im Wohnzimmer. Mal ein anderes Anblick, wo ich mich fertig mache. Die Lamy hat nämlich jetzt gerade hier Unterricht. Wir machen Homeschooling. Und die Lehrerin sagte, sie sollen die Matheaufgaben heute auf jeden Fall so gut es geht alleine machen. Da habe ich mir gedacht, ich vlogge heute ein bisschen, mache mich jetzt hier fertig, habe alles mit nach unten gebracht. Und wenn die Lamy mich trotzdem irgendwie braucht, bin ich trotzdem noch in der Nähe. Ne? Aber sie macht das schon sehr gut alles alleine. Wie muss ich das auch noch machen? Das musst du auch noch machen. Das habe ich doch schon gestern gemacht. Das waren zwei Blätter, mein Schnuckiputzele. Das schaffst du aber. So, genau. So, ich habe mich schon gepeelt, geluminisiert und alles. Meine Haut ist jetzt bereit. Ich werde heute ein bisschen was mischen. Selbstbräuner. Ich werde mir ein bisschen Sonne ins Gesicht zaubern. Und mit meiner CC-Cream, mit meiner getönten Tagescreme. Die ist mir nämlich, ich muss neue bestellen, die ist mir ein Ticken zu hell. Deswegen mische ich das ganz gerne mit dem Selbstbräuner. Der riecht voll lecker nach Karamell. Ist er noch zu? Why ist sie zu? Machen wir mal auf. Ah, ne, ist nicht zu, da war nur der Zettel drauf. So, los geht's. Der riecht echt lecker nach Karamell und hat so einen richtig schönen Glow. Für mich ist das der Jennifer Lopez Glow. Sag ich jedes Mal. Schon mal, die Grundierung steht schon mal, die CC-Creme und der Selbstbräuner. Der Selbstbräuner entwickelt sich jetzt erstmal innerhalb der nächsten 15 Minuten, wird es ein bisschen intensiver. Da entwickelt sich wirklich die Bräune, kein Gelbstich und gar nichts und es verfärbt sich also auch nicht auf Klamotten. Sehr. So, ja, der Selbstbräuner entwickelt sich jetzt, der riecht lecker nach Karamell und jetzt geht es weiter. So. Ich kann euch übrigens alle Produkte, die ich jetzt hier gerade benutze, unten verlinken. Dann mache ich eigentlich direkt auch immer meine Augenbrauen. Oh nein! Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wo ist denn mein Augenbrauen? Da, mein Augenbrauen-Dingsbums. So. Ich habe übrigens in letzter Zeit extrem viel geputzt. Ich habe schon angefangen, Frühjahrsputz zu machen, weil letzte Woche hier so schön die Sonne schien und die Fenster mich so abgenervt haben, dass ich angefangen habe, Fenster zu putzen und die Betten zu entmilben, die Milben zu töten und alles, also richtig ordentlich sauber zu machen. Ich mache jeden Tag, habe ich mir gedacht, immer so ein bisschen intensives Reinigen, weil alles auf einmal schaffe ich jetzt gerade nicht, weil die Kinder ja, man merkt es, ne? Man kommt nicht wirklich zu irgendwas. Weil immer eine Unterbrechung kommt. Aber jeden Tag so ein bisschen schaffe ich auf jeden Fall. Ich habe es euch auch ein bisschen abgefilmt und zeige euch das mal. Genau, jetzt verteilen. Richtig. So, weiter geht's. ja, ich habe einiges geputzt schon, wie man sehen konnte. War schon fleißig. Und ansonsten gibt es im Moment echt nicht viel Neues zu erzählen hier bei mir, bei uns allen. Wir versuchen jeden Tag, so gut es geht, zu überstehen hier zu Hause. Heute muss die Joanna nochmal zum Kieferorthopäden. Der Spiegel ist hier falsch. So, jetzt. Die Joanna muss nochmal zum Kieferorthopäden. Sie war vorgestern, hatten wir einen Termin da. Da haben die da echt die komplette Zahnspange gefühlt rausgenommen, neue Brackets geklebt und neues Draht reingemacht und so weiter. Und die haben das aber irgendwie, die hat jetzt eine neue Ärztin da und die irgendwie, weiß ich auch nicht, ey, die vertun sich da andauernd, kleben da irgendwas falsch rum und sind wirklich, also die Joanna ist überhaupt nicht zufrieden mit der Ärztin. Auf jeden Fall hat sie jetzt hinten, löst sich der Draht und der piekt ja die ganze Zeit in die Wange und so weiter. Schick.
Gott, Brief verschenken. Wir verschicken, genau, richtig. Verschicken. Brief verschicken. Und ja, deswegen habe ich jetzt heute nochmal angerufen und um 14:45 musste dann nochmal dahin. Und dann machen sie es halt nochmal neu und reparieren das. Ja, das ist wirklich sehr unangenehm. Gestern hat sie auch die ganze Zeit geblutet und hat sich beschwert und kann ich auch voll verstehen. Ist natürlich nicht Sinn der Sache, ne, dass das dann sich dann auflöst. Aber kann halt mal passieren. So, jetzt okay. Ist mein Wimpernserum leer. So, jetzt kommt die Mascara. Hab mir eine neue bestellt, meine war leer. Zack, ich liebe die. Die hat echt ein cooles Bürstchen. Tada, richtig schön geschwungen. Also bei mir passt die perfekt. Sehr gut. Sehr schön. Dann kannst du jetzt erstmal 15 Minuten Pause machen. Pause. Ja, 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 ja. Ach, ich weiß, was das ist. Ich hatte da einen Pickel. Und hab den ausgereinigt und hab's zu gut gemeint. Hab es zu gut gemeint mit dem Drücken. Jetzt habe ich dann nämlich einen blonden Fleck. Wo ist jetzt mein Concealer? Benutzen wir den auch direkt mal. Zackedi, zack, zack, zack. Dann nehme ich ganz gerne den Pinsel hier. So. Auch wenn du, Mama, auch wenn du irgendwo einen blauen Fleck hast, siehst du trotzdem immer schön aus. Oh, danke. So, und zu guter Letzt mache ich noch meine Bronzing Pearls als Rouge drauf, damit das ein bisschen nach Leben aussieht. Ich liebe die Farbe. Voll schön. Voll schön. So, das ist der Look des Tages. Ich habe mir jetzt einfach nur einen ganz einfachen Dutt gemacht. Habe ich einen schwarzen Body habe ich an und hier meine neue Jeans, die der Dominik über alles hasst. Der mag sowas überhaupt nicht. Ist halt ein bisschen baggy geschnitten, ein bisschen locker. Aber ich finde, für zu Hause, anstatt einfach nur die ganze Zeit eine Ballerbuchs anzuziehen, Jogginghose, ist so eine Jeans auch mal ganz nett. So hat man wenigstens das Gefühl, so ein bisschen angezogen zu sein. Und ich finde die eigentlich ganz cool. So, wüsste jetzt gerade auf Anhieb, ich glaube, ich würde meine irgendwelche leichten Sportschuhe dazu anziehen. Boots wird es nicht aussehen. Dann wird das alles zu sehr stauchen. Aber ich verlasse eh nicht das Haus. Deswegen sind das so meine Lieblingsschuhe im Moment. Die Lamia ist gerade auf Toilette. Und gleich geht es direkt weiter mit dem Unterricht um 11. Wir haben jetzt, wie spät haben wir denn? 10. Im Endeffekt ist jetzt eine Stunde frei, weil alle Aufgaben haben wir schon erledigt von der ganzen Woche. Sie hat auch gut vorgearbeitet, deswegen hatten wir jetzt heute nicht so viel. Jetzt warten wir gleich auf den Zoom-Call und dann ist Kunstunterricht. Und wir basteln heute einen Stiftehalter mit Klopapierrollen. Genau, das steht heute an. Also ich muss sagen, Lamias... Also ich muss tatsächlich sagen, Lamias Distanzunterricht klappt richtig, richtig gut. Sie hat ja wirklich jeden Tag Unterricht. Von 8.30 Uhr bis 9 Uhr ist Zoom-Call. Dann besprechen sie die ganzen Aufgaben. Dann haben sie von 9 bis 11 Uhr Zeit, diese Aufgaben zu machen. Natürlich mit zwischendurch natürlich auch Pause. Und um 11 Uhr ist dann nochmal ein Call, wo in der Regel dann nochmal alles besprochen wird, ob die Kinder eventuell Fragen hatten und so weiter zu den Aufgaben. Und zweimal in der Woche ist dann um 11 Uhr keine Zusammenfassung der Aufgaben, sondern Religion. Und Kunst, genau. Donnerstag ist immer Religion und freitags ist dann immer um 11 Uhr Kunst. Und diesmal sind wir auch sehr gut vorbereitet. Wir haben Klopapierrollen, wir haben Geschenkpapier, wir haben Stift und Kleber und alles Mögliche. Ja, und da bin ich mal gespannt. Da hat sie mal so ein bisschen Abwechslung und hat auch was zu tun. Und man startet wieder routiniert in den Vormittag. Bei Joanna klappt es leider überhaupt gar nicht. Da ist Hopfen und Malz, glaube ich, verloren, dass die Lehrer da irgendwie was mit der Digitalisierung hinkriegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die stellen sich echt so an, als wenn das Internet erst seit 5 Minuten gibt, seit Corona, als wenn die noch nie einen Laptop in der Hand gehabt hätten oder noch nie irgendwas im Internet gemacht haben. Also meiner Meinung nach, ne? Wird es wahrscheinlich auch welche geben, die es wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Aber naja, sehr, sehr schwierig das Thema bei Joanna. Ja, die geben dann nämlich hunderte von Aufgaben auf und dann kümmern die sich nicht drum. Hier macht und hinter mir die Sinnflut. Und wenn die Kinder was fragen, Joanna hat letztes Mal eine Antwort gekriegt von ihrem Mathelehrer oder von ihrem Klassenlehrer. Ja, Joanna, für sowas habe ich jetzt hier keine Zeit, dir das zu erklären. Ich so, okay.
In Zoom-Call erklären sie es nicht, wenn er überhaupt stattfindet. Letztes Mal war sie wach, 10 Uhr, hatte 15 Minuten Zoom-Call oder eine halbe Stunde, hat sie sich wieder hingelegt, gesagt, ja, war nix. Und hat weiter geschlafen. Ne? Also, was soll man denn sonst den Kindern sagen? Die können ja nicht wirklich raus, sich mit Freunden treffen. Und ich kann es auch verstehen, wenn man einfach mal so einen Tag hat, wo man auf nichts Bock hat und nur im Bett liegt und nichts tut. Hatte ich auch schon. Heute einen Tag habe ich mit den Kindern den ganzen Tag auf der Couch verbracht. Wir sind nur aufgestanden, um auf Toilette zu gehen und Essen zu machen. Wir haben echt den ganzen Tag nur auf der Couch und den ganzen Tag im Fernsehen geguckt. Den ganzen Tag, bis wir abends in den gleichen Klamotten wieder schlafen gegangen sind. Also es ist, manchmal hat man echt so richtige Tiefs. Aber dann lasse ich die auch zu, dann ist es einfach so, also jetzt nicht tief, dass man depressiv ist, sondern einfach so ein Null-Bock-Tag. Einfach null Bock auf irgendwas. Und dann, ja, dann machen wir das auch. Und am nächsten Tag ist dann auch wieder gut und alle sind wieder ein bisschen motivierter und besser gelaunt. Und ja, ist sehr, eine sehr, sehr schwierige Situation, muss ich sagen. Aber gut, heute ist ein guter Tag. Und nichtsdestotrotz geht das Leben natürlich irgendwie weiter. Und wir Eltern müssen ja ein gutes Vorbild sein für unsere Kinder, damit wir die nicht runterziehen. Und ich gucke natürlich auch, dass ich tatsächlich, wenn ich wirklich einen fiesen Tag habe, mich, was die Kinder angeht, definitiv komplett zusammenreiße, dann nicht so gereizt werde bei bestimmten Sachen, wenn die irgendwas machen und einfach alles ein bisschen lockerer sehe. Auch was Haushalt und so weiter angeht, wenn mal was von denen liegen bleibt, dann ist es halt so, dann räume ich das weg und dann ist es auch für mich okay. Wir gucken einfach wirklich, dass wir den Hausfrieden, so gut es geht, wirklich beibehalten und das nicht so oft eskaliert. Gott sei Dank, Klopf auf Holz, Klopf auf Kopf, bis jetzt ist es wirklich nicht sehr oft eskaliert. Ich glaube zweimal. Zweimal ist wirklich, da waren alle nur am Schreien und am Ausrasten und am Weinen und das war ganz, ganz schlimm, aber zweimal ist okay. Dafür, dass wir jetzt seit einem Jahr genau diese Zeit jetzt haben, an meinem Geburtstag, ist es wirklich ein Jahr. Ich weiß noch, erster Lockdown war mein Geburtstag, da haben wir noch auf Instagram reingefeiert. Das weiß ich noch genau. Und jetzt ist schon wieder genau die gleiche Situation. Aber gut, naja. Nichtsdestotrotz wollte ich euch noch was zeigen, was ich nämlich gekauft habe bei Lidl. Die Joanna und ich waren nämlich gestern spontan abends einkaufen. Eigentlich wollte ich heute einkaufen gehen. Aber ich dachte, weißt du was, machen wir das jetzt? Der Dominik war gestern den ganzen Tag nicht da, der war arbeiten. Und dann habe ich mir um 6:30 gedacht, boah, ich gehe jetzt einkaufen, dann muss ich es morgen nicht machen. Und Joanna wollte dann mit. Und dann waren wir bei Lidl, haben super leckere Sachen gekauft. Ganz viel Obst. Die Kinder wollten, die essen im Moment gerne total gerne Obst, was ich super gut finde. Und habe das hier gefunden. Und dann habe mir gedacht, dass ich die hier benutze für meinen Haushaltsschrank hinten. Ich habe ja meinen Haushaltsschrank hinten, den kann ich euch später zeigen. Und da werde ich die hier, diese Körbe da reinmachen und werde da meine ganzen Aufsätze für den Hühler, für den Staubsauger, einfach alle schön da reinlegen, damit ich alle griffparat habe und die dann halt nicht so chaotisch in dem Schrank rumliegen. So, ich mache mir jetzt Frühstück und habe mir gedacht, ich zeige euch das jetzt mal, was ich die letzten 2 Wochen immer frühstücke, beziehungsweise auf jeden Fall mindestens einmal am Tag esse ich das. Entweder morgens oder halt abends, also Abendsnack oder Zwischensnack, wenn ich richtig Hunger habe. Und zwar nehme ich einmal, sollen es eigentlich Beeren sein, aber meine Himbeeren sind alle leer, deswegen nehme ich noch den Rest von dieser Tüte hier. Mach das hier in das Schälchen. Dann schneide ich jetzt mal einen Apfel klein. Schneid den Apfel jetzt klein, gib den mit da rein und pack das alles mal für 2-3 Minuten in die Mikrowelle, damit das ein bisschen aufgewärmt ist. Dann wird der Apfel auch ein bisschen weicher und gibt ein bisschen mehr Süße ab. Machen wir das hier schön klein. Also das Frühstück ist wirklich jeden Tag. Also ich esse es wirklich jeden Tag. Hat kein Fett oder so gut wie gar kein Fett, weil ich nämlich diesen körnigen Frischkäse vom Lidl benutze in der Version leicht und hat tatsächlich 0,5 Gramm Fett. Also ich benutze die ganze Packung, also habe ich 1 Gramm Fett und 72 Kalorien nur und 13 Gramm Eiweiß, also von 100 Gramm, ne? Also das Doppelte alles. Und schmeckt einfach total lecker. Ich habe körnigen Frischkäse echt komplett unterschätzt. Aber wenn man coole Gerichte damit hat, geht das echt klar, finde ich. So, schneide ich das hier alles schön klein. Zack, habe ich direkt auch meinen Apfel für heute. Aber ich werde heute Abend eh nochmal Apfel essen. So,
Das ist jetzt hier das ganze Obst, was ich habe. Unten sind die Beeren und dann halt, ne, der Apfel ist da noch mit drin. Das gebe ich jetzt ein bisschen in die Mikrowelle. So, ist jetzt in der Mikrowelle. Jetzt nehme ich hier den Kölnigen Frischkäse. Schmeckt so lecker. Und es macht richtig satt. Es macht wirklich extremst satt, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ist natürlich vom Volumen her echt eine ordentliche Portion, muss man sagen. Ne? Und das ist der Trick an der Sache, dass man das Volumen steigt. Was machst du da? Erhöht. Ich mache mir Frühstück, mein Schatz. Du hast ja schon gefrühstückt. Hast du wohl, du hast 4 Toasts gegessen und Salami ohne Ende. Möchtest du aber auch gerne was essen? Ich kann dir gerne ein Müsli machen. Was ist das für ein Müsli? Schokomüsli. Darf ich mal ein bisschen probieren mit der Hand? Ja, warte. Schön. Ich hoffe, da sind keine Nüsse drin. Einfach, das sind keine Nüsse drin. Müsli soll es doch nicht geben. Das ist natürlich mit Milch essen, ne? Auf jeden Fall habe ich hier den Frischkäse drin, dann gebe ich 25 Gramm von diesem Knuspermüsli. Das ist Dinkelmüsli mit ein paar Schokodrops drin, das ist absolut in Ordnung. 25 Gramm, mittlerweile weiß ich auch, wie es auszusehen hat, damit es 25 Gramm sind. Am Anfang habe ich es komplett abgewogen mit einer Waage und ein Teelöffel Honig zum Süßen. Tadadam. Dann sieht es jetzt so aus und gleich kommt halt das Obst. Schmeckt? Ja. Okay, dann mache ich hier eine Schüssel auf fertig. Ja. Durch die Süße vom Honig und den Beeren und den Apfel ist das richtig lecker. Der Frischkäse, der körnige Frischkäse ist mir immer ein bisschen zu kalt. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn die Beeren dann schön warm sind. Okay, jetzt habe ich das vermischt, wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Aber das ist definitiv mein Frühstück oder mein Snack. Jeden Tag seit 2 Wochen und die Gewichtsabnahme funktioniert richtig genial. Also, Tatsache ist, 90% Essen und 10% Training. Wenn ich mir überlegt habe, wie bescheuert ich trainiert habe, wie so eine Verrückte, und das hat sich teilweise nichts getan, und ich habe nicht wirklich sehr viel an meiner Ernährung geändert. Aber jetzt, wo ich viel mehr auf die Ernährung achte und viel weniger Sport mache, weil ich einfach auch nicht dazu komme oder nicht motiviert bin, läuft es einfach besser. Also mein Doppelkinn, man sieht es auch schon an meinem Gesicht, sieht man das extrem, finde ich. Doppelkinn ist einfach weg, das war jetzt richtig in letzter Zeit so abgerundet. Ich konnte mich selber nicht mehr sehen und nicht mehr riechen, aber seit 2 Wochen ist es echt richtig genial. So, jetzt ist es hier richtig schön warm und wird jetzt auch mein Dings hier erwärmen, meinen kalten Frischkäse, körnigen Frischkäse. Und dann ist das einfach nur lecker. Man könnte jetzt eigentlich auch noch ein bisschen Zimt darüber geben. Mache ich, glaube ich, auch. Mit ein bisschen Zimt drüber. Ich glaube, das fällt nochmal richtig ordentlich gut. Kleinen Löffelchen Zimt. So. Ist gut für den Stoffwechsel. Und ja, tatsächlich habe ich versucht, das hat in der ersten Woche auch sehr gut geklappt, immer Hula-Hoop zu machen, aber ja, die letzten Tage war es nicht so, war ich irgendwie nicht so wirklich motiviert und habe auch nicht so viel Sport gemacht, weil ich auch nicht einfach keinen Bock hatte, aber die Ernährung, die habe ich echt beibehalten, weil mir das einfach Spaß macht im Moment und ich sehe die Ergebnisse. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall wieder gucken, dass ich Sport wieder mache, dass ich wieder jeden, jetzt so 3 bis 4 Mal die Woche reicht. Also jeden Tag ist unrealistisch bei mir, sage ich direkt. So, hier ist Lamias Müsli, was sie hat, das Knuspermüsli. Und das ist jetzt Mama hier mein Essen. Mama hat auch ein Knuspermüsli, nur mit Beeren. Und Frischkäse noch mit drin. Matsche. Und Matschepampe, genau. Ist aber echt extrem lecker. Kann ich nur empfehlen. So, Unterricht ist fertig. Hoch die Hände, Wochenende. Jetzt machen wir uns richtig schöne 2 Tage zu Hause. Wochenende. Ironie lässt grüßen. Oh, hier muss ich aber nochmal ein bisschen verwurschtelt. Fischangeln. Wir spielen jetzt ein Spiel. Oder wir spielen lieber Körperangeln. Damit zeig mal, was du Schönes gebastelt hast gerade im Kunstunterricht. Und zwar ist das dieser Becherhalter. Ist der nicht schön? Tada! Den hat Tina mir gerade gebastelt. Ganz cool, ne? Mhm.
Kannst auf deinen Schreibtisch stellen. Und zwar aus einer Papierrolle und einem Stück Pappe oder einem Bierdeckel, wenn man zu Hause hat. Aber ich denke, kein Mensch hat einen Bierdeckel zu Hause. Also ein Stück Pappe ausgeschnitten und dann beklebt und dann zusammengeklebt. Und fertig. Und jetzt spielen wir hier. Joanna ist übrigens auch wach. Die hat gerade Nachricht gekriegt. Sie ist in Englisch-E-Kurs und sie ist in Mathe-E-Kurs. Also im besseren Kurs. Yes, ich glaube, die wissen die alle, was ein E-Kurs ist. Und die ist ein bisschen E-Kurs. Ein bisschen E-Kurs? Oder die ist in allen E-Kurs. Ja, ein schlaues Kind auf jeden Fall. So, jetzt geht's weiter. Und jetzt wird gespielt. Mhm. Na? Mhm. Jetzt müssen wir die Karten erstmal sortieren. Aber ja. Eigentlich. Ach nee, doch nicht. Okay. Vier, zwei. Eins, zwei. Zwei. Vier. Eins. Das Spiel ist schon Asbach uralt. Eins. Das hat eins, der Dominik schon gespielt, das Spiel hier. Vier? Zwei, hast du die vier? Ich habe die vier. Hast du die zwei? Ja, ich habe die zwei. Das ist ganz lustig eigentlich. Vier. So. Eins. Eins. Ich war übrigens ja einkaufen gestern bei Lidl und habe Fischstäbchen gekauft, weil ich die Joanna gefragt habe, was die gerne essen möchte. Und da hat sie Fischstäbchen gesagt und die Lamie darf ja keinen Fisch essen. Und da habe ich mal diese hier geholt, vegane Mühlenfischstäbchen. Also die bei Lidl haben die echt viel veganes Zeug, viel Sachen mit Protein. Also die sind richtig im Trend, muss ich direkt mal sagen. Jetzt habe ich die mal geholt. Und auch im Backofen getan. Ich bin mal sehr gespannt, ob der Lamir die schmecken, ob die irgendwas können. Und ja, wir werden berichten. Lamir wird berichten. Sie hat hier natürlich keinen Vergleich, aber vielleicht schmecken die auch so. Ne? Dann ist sie natürlich unparteiisch. Und ja, bin mal gespannt, was die kleine Maus sagen wird. So sieht's aus. Die sehen richtig gut aus. Ich habe Angst, sie zu probieren, Mama. Das ist kein Fisch. Ich gebe dir doch keinen Fisch, wenn du keinen Fisch essen darfst. Das sind vegetarische Fischstäbchen. Unechte Fischstäbchen. Dann probier mal. Aber ist noch heiß. Muss bestimmt. Ein bisschen mit Spinat oder so und Kartoffeln. Ich hab die Augen. Ich muss sagen, schmecken ganz gut. Ich habe so gegessen mit Spinat. Mmh. Und du? Kann man essen? Ja, ist kein Fisch. Du brauchst keine Angst haben. Ich habe aber Angst. Brauchst du nicht. Ich meinte, ich würde dir Fisch geben, wenn du. Meinst du, ich will dich umbringen oder was? Nee. Das sind vegetarische, das sind keine. Weißt du, wenn Pappe erstmal hier reinkommt und sieht, dass ich Fischstäbchen esse, dann bitte ausrasten. Weil er ja nicht weiß, dass das Dings sind. Vegetarische. Mhm. Die sind aus Soja. Schmeckt gut, ne? Kann man gut essen. Mhm. So. Der geht es. Der geht. Das ist der Gute. Ja. Ja, der ist auch. Guck mal, der hat sogar noch einen Lenker hier vorne. Der Lenker. Ja. Und? Warte. So. Komm, wir bauen die größte Sam-Station, die es gibt. Ja, die gute. Eine riesen Feuerwehrzentrale. Guck mal. Boah! Warte mal, wir haben noch mehr. Gehen wir nach dem Turm. Welcher Turm? Da ist doch noch der Trainingsturm. Oh, ja. Guck, der. Oh, Carlos. Wo ist die andere Platte? Von dem? Da, die ist doch da hier drin. Guck. Da. Nee, falsch. Ja. So. Und. Und hier gibt es noch eine. Guck dir das mal an. Super.
12. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ich meine, du bist raus, aber schon seit langer Zeit. Hat nämlich echt wehgetan. Ich kann halt gar nicht den ganzen Tag halten. Das tut echt richtig weh auf dem Kopf. Auf so die Kopfhaut tut dann auf jeden Fall recht weh. Der Udine schläft schon. Ich habe auch noch ein bisschen Wäsche gemacht. Der Dominik ist in sein Studio gefahren und wollte da noch ein bisschen was arbeiten. Und die Kinder schlafen alle. Und ich werde jetzt auch schlafen gehen. Ich habe die Küche auch noch sauber gemacht, habe die Kaffeemaschine entkalkt, obwohl er gar nicht so aussieht, dass ich nicht sauber gemacht hätte, aber ich habe sauber gemacht. Die Küche ist entkalkt. Ach, die Kaffeemaschine ist entkalkt, die Küche ist sauber. Die Kinder schlafen alle und ich werde jetzt auch Bett fertig machen und schlafen gehen und dann gucken, dass ich morgen wieder für euch vlogge. Hat heute richtig Spaß gemacht. Heute habe ich gar nicht so viel geputzt. Auch mal ganz nett, finde ich. Und jetzt geht's aber ab ins Bett und schlafen. Morgen ist nämlich ein neuer Tag. Ich möchte jetzt anfangen, mehr mit dem Udin spazieren zu gehen, weil der nicht gerne spazieren geht. Der hat sich immer hingesetzt und ist keinen Meter gelaufen und hat angefangen zu heulen und so weiter. Also außer wenn wir mit dem Auto irgendwo hingefahren sind, dann ist er dann wollte der spazieren. Aber so jetzt mit dem hier so Gassi zu gehen, hat er sich immer gegen gewehrt. Heute war ich zweimal mit ihm draußen. Da hat es ganz gut geklappt. Ich hatte gute Leckerchen dabei, so Geflügelfleischwurst. Hat er gut genommen und war auch alles super. Der Dominik war dann mit ihm draußen, wo es dunkel war und er hatte keine Leckerchen mit. Und der Dominik war voll abgenervt. Ich kann nicht mit ihm spazieren gehen, der spaziert überhaupt nicht. So klar, es ist dunkel, der hat Angst und dann auch keine Leckerchen und so, ne? Ja, jetzt werde ich mal gucken, dass ich das wirklich jetzt versuche, das wirklich in seinen Alltag zu integrieren, dass wir jeden Tag so 3-4 Mal 15 Minuten oder ich mit ihm rausgehe, damit er das lernt. Nicht nur halt in den Garten zu machen. Ich denke mal, der ist jetzt einen Monat bei uns. Jetzt wird langsam Zeit, dass der sich ja auch draußen mal löst, außerhalb des Gartens und das Spazierengehen halt lernt und nicht so viel Angst davor hat. Genau, das ist jetzt so der Plan für ihn. Und ich möchte noch mit ihm trainieren. Was wollte ich denn noch mit ihm trainieren? Genau, aus und hier will ich unbedingt noch, dass er das richtig gut beherrscht. Sitz klappt super, Pfötchen klappt auch super, Platz. Platz ist immer so eine Sache bei Hunden, sitzt aber sofort und halt wie gesagt aus und dass der herkommen soll auf jeden Fall. Das wollte ich dem auf jeden Fall noch intensiver mit ihm trainieren. Eventuell nehme ich euch dann morgen mit, wenn ich mit ihm trainiere. Ich werde auch gucken, dass ich zwischendurch ein bisschen draußen halt sitze und Platz und bleib und so. Das kann der auch schon ganz gut, dass wir das draußen auch immer wieder üben, damit er das halt nicht nur zu Hause macht, sondern auch außerhalb natürlich, wenn ein bisschen Ablenkung da ist, ist ganz, ganz wichtig, dass die Hunde draußen genauso gut hören wie drinnen. Und ja, ich denke mal, ich werde euch morgen dann mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!